Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Immer wieder, wenn ich traurig bin, dann greife ich zum Magazin. Und im geilen Magazin stehen dann ein paar Texte drin. Wobei, ganz ehrlich, momentan verbringen wahrscheinlich die meisten Leute ihre Zeit hier draußen und lassen sich von Bierzeltbarden wie den großartigen Kings of Günther beschallen. Wobei, es womöglich auch ein paar Leute gibt, die, ganz komisch, ihr Bier gerne nicht um 14,60 Euro trinken, sondern gemütlich zu Hause in den eigenen vier Wänden. Und dafür, dass da vielleicht ein kleines bisschen Unterhaltungsprogramm nebenbei auch noch gewährleistet ist, gibt es ja tolle, well, Unterhaltungsdinger, die gar nicht einmal elektronisch sein müssen, sondern auch die gute alte retroeske Magazinzeit ist dankenswerterweise noch nicht vorbei und mittlerweile bereits zum 16. Mal, und ja, ich habe das Halloween-Sonderheft noch nicht vergessen, ist eine neue Ausgabe vom Art of Horror Volume 2 Magazin in mein Haus geflattert, und deswegen freue ich mich auf jeden Fall drauf, auch dieses Mal übrigens wieder nicht ganz nur als objektiver Kritiker, sondern tatsächlich als Mitarbeiter Teil des Teams / Lektor mit euch, aber auf jeden Fall trotzdem einen Blick auf bzw. in das aktuelle Art of Horror Magazin zu werfen. Und ein Blick ist wahrscheinlich wieder die Untertreibung des Jahrtausends, wenn wir vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Aber ganz im Ernst, wenn wir uns bereits einmal hier auf dem allerersten Cover Artwork anschauen, wie viele / welche Themen in dieser Ausgabe behandelt werden, dann wird das wahrscheinlich auch niemanden wundern. Von dem aktuellen Kinofilm Die letzte Fahrt der Demeter geht's weiter zu den Kultfilmen aus der Return of the Living Dead Reihe. Es gibt Neues vom Scream Franchise. H.P. Lovecraft ist wieder da. Also nicht persönlich, beziehungsweise hat das Jahr 2023 dann schon auch den ein oder anderen offensichtlichen Film mit Kultpotenzial zu bieten, den wir uns im Magazin und dann hoffentlich irgendwann einmal bald auch in unserem eigenen heimischen Blu-ray-Player anschauen müssen. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt dann einmal gleich hier wie üblich auf der ersten Seite, wo sich Chefredakteur Matthias Bogner noch einmal persönlich bei uns zu Wort meldet, beziehungsweise finden wir dann eben hier rechts die Inhaltsangabe mit allen Filmen, Interviews und Specials, die es in dieser einen Ausgabe zu sehen gibt. Und wir bekommen die Information, dass die 16. Ausgabe der Art of Horror Magazine dann wahrscheinlich sogar noch im Dezember 2023, also dieses Jahr noch, erscheint. Das wäre natürlich eine coole Sache, denn man darf natürlich nicht vergessen, gerade bei der Produktion von physischen Medien kann es immer wieder zu Verzögerungen kommen, zu Lieferschwierigkeiten kommen, und natürlich, das merkt man da gerade auf der News-Seite, ist natürlich auch nicht jeder geschriebene Satz automatisch immer noch top aktuell, weil sich halt blöderweise manchmal nach Redaktionsschluss noch Dinge ändern können. Das ist der Grund, warum hier bei Saw 10 noch vom November die Rede ist, beziehungsweise dass The Price We Pay Mediabook noch als zukünftig Erscheinung gehandhabt wird, und ich nehme an, das ist zu entschuldigen, weil generell bekommt man, finde ich, auch hier auf dieser News-Seite tatsächlich einige interessante Dinge geboten, die man vielleicht sonst gar nicht mal so mitbekommen hätte. Wir bekommen dann noch ein paar Leserbriefe rechts davon, und dann geht's auch ohne weitere Verzögerungen zum ersten Thema. Die letzte Fahrt der Demeter. Quasi nicht Florian Silbereisen, sondern Wladimir Dracula, glaube ich, heißt er. Ich weiß es gar nicht. Ist der Captain von diesem Boot in dem Fall und saugt sich an, nicht der Theke fest, sondern an den, an der Crew fest. Das ist aber tatsächlich eine wirklich interessante Interpretation der klassischen Dracula-Geschichte, weil ja in dem Fall nicht der Teil mit dem Dracula-Schloss und so weiter abgehandelt wird, sondern einer, der in Bram Stokers Originalerzählung wirklich nur ein Nebensatz war, und dann fuhr er mit dem Schiff dorthin. Punkt, Ende, aus, fertig. Was dort passiert ist, lässt die Romanvorlage ja komplett offen und auch die bisherigen Filme. Da war es, glaube ich, noch die Version mit Leslie Nielsen, die am ersten und am meisten drauf eingegangen ist. Da kann man auf jeden Fall gespannt sein, was der Film bietet. Vor allem fand ich aber in dem Fall
Das Interview mit dem Regisseur André Övredal ganz besonders interessant. Insbesondere finde ich es ja auch wiederum cool, dass man selbst bei modernen und großen Produktionen hier teilweise sogar noch Setbilder und kleine Blicke hinter die Kulissen eben im Magazin bekommen kann. Da gibt es dann auf der rechten Seite daneben einen Hinweis auf den Film Skinamarink, der ganz offensichtlich in diesem Jahr ein absolutes Novum und eine absolute Einzigartigkeit sein wird. Ob das am Ende des Tages was Gutes heißt oder nicht, das wird sich weisen. Aber was sich ebenfalls weisen wird, ist, wie der Film The Retaliators ausgesehen hat, der mir tatsächlich auf den ersten Blick jetzt nicht sonderlich ins Auge gesprungen ist. Aber das, was Matthias Bogner da über den Film gesprochen hat, das klingt durchaus interessant. Und wer weiß, vielleicht werde ich auch bei diesem Film noch einmal einen Blick riskieren. Genauso wie dann Jean Rises hier über den Film The Profane Exhibit spricht, der ja bereits im Jahr 2013 eigentlich geplant war, sich dann allerdings immer wieder verschoben hat, wo dann allerdings ein paar in diesem quasi Anthologiefilme ein paar interessante Beiträge aus vielen verschiedenen Ländern mit dabei sind. Es gibt japanische, italienische Beiträge, Marian Dora ist dabei und auch Uwe Boll hat ein eigenes Segment und einen eigenen Beitrag beigesteuert. Das klingt tatsächlich nicht uninteressant. Dann können wir im nächsten Artikel dann wieder einen Film sehen, der uns von Lighthouse, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, präsentiert wird, nämlich dann schon Ende September. Das ist der Film Hunt Her, Kill Her, den ich mir ebenfalls durchaus auf meine eigene persönliche Watchlist gesetzt habe. Vor allem mag ich ehrlich gesagt das Artwork hier auf der linken Seite, insbesondere den ganz, ganz, ganz unauffälligen Jason Voorhees-Klon, der da über dem Final Girl-Trumpf thront. Aber wir machen weiter mit Brandon Cronenberg, der ja zuletzt eben den Infinity Pool gemacht hat. Da haben wir seinen insgesamt dritten Film jetzt nach dem Possessor, der mir ja persönlich wirklich gut gefallen hat und wo ich ebenfalls sehr, sehr gespannt bin. Den Film gibt es zwar schon seit einiger Zeit zu bekommen. Ich glaube, es gibt in Amerika auch zwei verschiedene Fassungen, wobei wir bei uns generell die Uncut-Version bekommen haben. Und auch wenn der noch nicht in meinem Player war, dann wird er das bald sein. Genauso wie natürlich die 4K-UHD von High Tension, ein Film, den ich natürlich kenne, aber natürlich jetzt, wo er von Play on Pictures vom Index geholt wurde und in 4K veröffentlicht wurde, noch einmal schauen kann. Bei Rise of the Demons muss ich ehrlich gesagt noch einmal nachfragen. Da hätte mich eigentlich auch ein Mediabook von Donaufilm erreichen sollen. Da könnte es aber passiert sein, dass mein Rezensionsmuster irgendwo in der Post verschwunden ist, weil das leider nie angekommen ist. Wer weiß, vielleicht kann ich da noch was zaubern, beziehungsweise sonst muss ich halt einmal warten, bis ich sonst wo über das Mediabook stolper. Aber ein Film, der für mich definitiv schon einmal zu den Highlights des Jahres zielt, obwohl jetzt einige Leute wahrscheinlich gleich mit den Händen vor dem Kopf zusammenschlagen werden und sagen, Toki, wie kannst du nur? Das ist tatsächlich Evil Dead Rise und ich weiß, dass viele Leute mit dem Film nicht zufrieden sind und viele Leute sehr viel daran auszusetzen haben. Ich werde mir trotzdem trotzdem freue ich mich drauf und trotzdem finde ich hoffentlich Gefallen an dem, was ich dann bekomme, wenn der Film letzten Endes als 4K UHD Steelbook veröffentlicht wird, beziehungsweise das eine, wo ich bereits weiß, dass ich keinen Gefallen daran finde, ist die Tatsache, warum zum Teufel Warner nicht direkt das 4K Steelbook mit den anderen Fassungen gleichzeitig veröffentlicht hat, wie es übrigens auch bei Megan war. Ein Schelm, wer da Böses denkt. Aber wir denken auf jeden Fall an Böses, nämlich an sehr, sehr viele böse Handlungen, wenn wir an die Geschichten denken, die in den Red Room Books erzählt werden. Eben von Autoren wie B.K. Borkowski oder Michael Merhi gibt es da einige derbe literarische Ergüsse zu lesen und eben mit Red Room hat jetzt das Art of Horror Magazin eben mit Michael Merhi auch gesprochen und dabei, wie ich finde, einige interessante Details über eben die Verlagsgründung, den Verlauf des Verlags oder auch eben das generelle Verlagswesen getroffen, was definitiv lesenswert ist. Dann machen wir weiter mit Dominik Starks Artikel zu Scream 6, ein Film, der mir persönlich wirklich gut gefallen hat und den ich hier auf meinem Kanal auch schon einmal selber ausführlich im Blu-ray-Check vorgestellt habe. Da gibt es dann natürlich auch hier
einen Artikel im Magazin, genauso wie auch der deutsche Untergrund, repräsentiert von den Filmen Thanatomania von René Wiesner bzw. Violent Obsession von Sebastian Ceglarski vertreten. Auf der nächsten Doppelseite geht es dann tatsächlich um zwei Filme, wo ich mit Ausnahme von der Erwähnung hier im Art of Horror Magazin eigentlich noch gar nichts darüber gehört habe, nämlich der von Lighthouse vertriebene Fear the Dark bzw. The Tank, den sich Leonine gesichert hat. Aber sehr interessant wird es dann auf den nächsten vier Seiten. Da mag ich ehrlich gesagt schon das Preview-Artwork hier auf der linken Seite sehr. Das ist nämlich ein Film von Ezra Zegaie, der beispielsweise die großartigen Artworks für einige Bücher aus dem Wuzi-Verlag gezeichnet hat, beziehungsweise der auch schon einen Kurzfilme gedreht hat, aber jetzt dann mit Eva Habermann gemeinsam zu Werk geht. Und da gibt es von Kevin Zindler einen schönen Artikel über diese Filmproduktion auf vier Seiten, inklusive einem Interview mit Ezra, beziehungsweise eben auch ein paar Behind-the-Scenes-Fotos. Und da finde ich ganz besonders rechts unten hier dieses Preview-Bild von den Effektarbeiten von Klaus Grüssner ganz besonders beeindruckend, weil wow, das ist wirklich ein toller Effekt. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was dann der Film letzten Endes bietet. Genauso wie ich ein bisschen gespannt bin auf Lockdown Tower, bis hin zu dem Teil von dem Artikel, wo der Film dann mit Gaspar Noé verglichen wird. Und das klingt für mich eher furchtbar. Aber ich werde dem Film genauso wie jeden anderen, den Cape Light in 4K veröffentlicht, irgendwann eine Chance geben. Aber Deadstream hier auf der rechten Seite vorgestellt von Tom Trautner ist wirklich ein absolut großartiger Film, wo ich ja auch schon mein eigenes Review gemacht habe. Katzenauge ist vor kurzem von Studiokanal als 4K UHD veröffentlicht worden mit einem absolut großartigen, hier links zu sehenden Cover-Artwork von Timo Würz, das ich mir im Mediabook sicherlich auch noch einmal in die Sammlung holen muss. Vor allem, weil der Film ja auch eigentlich recht cool ist, auch wenn er eigentlich manchmal ziemlich doof ist. Apropos, auf der rechten Seite geht es dann um das japanische Cube Remake, das mir aber trotzdem auch deutlich besser gefallen hat als einigen anderen Leuten, weswegen ich sagen würde, lasst euch da nicht vom Hypercube oder Anti-Hypercube stören und gebt dem Film eine Chance. Ich finde, er zahlt sich durchaus aus. Dann gibt's einen von Christian Jürs geschriebenen Artikel über den Film New Year's Evil. Neues Jahr, neuer Artikel von Christian Jürs. Wir haben auch wirklich nichts Besseres verdient. Aber in dem Fall hat Christian hier einen coolen Film aus dem Programm von Wicked Vision ausgewählt, den ich ja hier auf meinem Kanal auch schon vor einiger Zeit im Blu-ray-Check vorgestellt habe und der tatsächlich ein recht interessantes Killer-Konzept hat und durchaus empfehlenswert ist. Auch hier gibt's von Leuten, die mittlerweile auch schon an Marvel-Serien wie Moon Knight oder Loki arbeiten, mit Something in the Dirt eine recht interessante kleine Produktion, die womöglich wieder mal eben sinnbildlich dafür steht, wie eben kreative Köpfe diese furchtbaren Lockdown-Zeiten nützen haben können und trotzdem irgendetwas Sinnvolles produzieren. Aber wir wechseln dann noch einmal das Thema und, glaube ich, reisen einige Jahrzehnte zurück, nämlich zu Christopher Lee als Stratton Villiers im Tunnel der lebenden Leichen. Ein absoluter Klassiker, aus dem Jahr 1972, nämlich von Gary Sherman, der unter anderem Sachen wie Tod und Begraben gedreht hat. Da bekommt man jetzt von PDAX eine Blu-ray-Neuauflage, die definitiv über kurz oder lang irgendwann einmal in meiner Sammlung landen muss. Aber was definitiv zu den großen Highlights dieser Ausgabe des Magazins zählt, das ist die Rückkehr zur Rückkehr der lebenden Toten. Von Christoph Kellerbach und Matthias Bogner geschrieben, gibt's hier eine Retrospektive über eines der irgendwie coolsten Film-Franchises aller Zeiten. Ich mag den ersten Teil wahnsinnig gerne und auch wenn mich Krischi jetzt hauen würde, mag ich irgendwie auch den zweiten. Ich mag auch den dritten wahnsinnig gern. Der vierte und der fünfte sind so ziemlicher Müll, aber teilweise auch fast irgendwie noch magbar. Irgendwie finde ich es halt eben interessant, dass diese Filme dermaßen abwechslungsreich sind, eben auch was ihre Stilistik betrifft. Und dabei natürlich mit Brains, einer der absoluten Kult-Zombies der gesamten Filmgeschichte, liefern. Da kann man definitiv noch einmal quasi dieses Franchise Revue passieren lassen. Genauso
wie jetzt im dritten und, wenn mich nicht alles täuscht, auch letzten Teil mit B.K. Borkowski und Detlef Klever noch einmal einen Blick auf Horror-Comics werfen. Da hatten wir in den letzten Ausgaben ja bereits die deutschen bzw. die amerikanischen zu Gast, aber jetzt ist quasi der gesamte Rest der Welt mit dran und auch da gibt's sicherlich einige interessante Dinge zu entdecken. Genauso wie auf der nächsten Seite dann eine der aktuellen oder zuletzt aktuell Veröffentlichungen von Anolis erwähnt wird, nämlich der großartige und von Enzo Castellari gedrehte weiße Killer The Last Jaws vorkommt, den es ja in mehreren Mediabooks, aber mittlerweile eben auch als Standard-Edition im Keepcase gibt. Und wir wechseln ebenfalls zu einem absoluten Highlight von dieser Ausgabe, nämlich dem von Rahel Schmitz geschriebenen Artikel über H.P. Lovecraft im Film, der mehr oder weniger die komplette, ich sage jetzt einmal, Film Karriere von H.P. Lovecraft mehr oder weniger überblicksmäßig abarbeitet, der eben sogar die eigene Meinung von H.P. Lovecraft zum Film, zum Thema hat, die übrigens gar nicht mal so positiv war, beziehungsweise wo sich der Artikel dann natürlich eben auch mit den verschiedenen Arten und Stufen einer H.P. Lovecraft-Verfilmung beschäftigt, weil es ja eben von tatsächlichen Verfilmungen bis hin eben einfach nur zu Inspirationen oder in der Gedankenwelt spielenden Filmen handelt. Wir hatten ja eben zuletzt gerade mit Glorious hatten wir einen, dann hatten wir gerade auch noch einen weiteren sogar hier im Blu-ray-Check zu Gast, wo mir jetzt blöderweise der Titel nicht einfällt, der aber eben vor kurzem hierzulande nur als Keepcase veröffentlicht wurde. Aber wenn wir dann einmal hier durch diesen Artikel blättern, dann können wir natürlich eben auch nicht nur die Filme erkennen, die wir allesamt schon einmal gesehen haben, beziehungsweise eben vielleicht auch die ein oder andere Kleinigkeit erspähen, die noch nie auf unseren Watchlists gestanden ist. Wir finden dann auf den nächsten Seiten einen Artikel über die absolut kultige Addams Family. Da hat ja eben Cape Light bereits vor einiger Zeit eine Neuauflage von dem Addams Family Film von, ich glaube, Barry Levinson veröffentlicht, der ja in einer Extended Version mit einer erweiterten Tanzsequenz Yippie-Ki-Yay in dieser Version vorliegt, aber tatsächlich auf jeden Fall eine schöne Veröffentlichung war, die ich mir gerne zu Gemüte geführt habe, vor allem, weil es für mich auch die allererste Begegnung mit diesem Addams Family Film überhaupt war und generell muss ich sagen, dieser ganze Addams Family Mythos so ein kleines bisschen vor meiner Zeit war und ich demnach Off-Season hat der Film übrigens geheißen, es ist mir gerade wieder eingefallen. Dann geht's hier noch einmal weiter mit den Horror-Quickies, wo auf den nächsten drei Seiten wieder einige interessante bzw. weniger interessante Filme vorgestellt werden, die im Kurzüberblick dargestellt werden, darunter auch zum Beispiel hier auf der dritten Seite Maxim Osa, der in Kürze auch hier auf meinem Kanal zu Gast sein wird, oder ein She Came From The Woods, den ich schon vorgestellt habe. Dann war das Art of Horror Magazin quasi zu Gast bei Alexander Bacher, der hier auf der Sammlerseite seine coole Sammlung zur Schau stellt und dabei eben ganz besonders tolle Autogramme bzw. so Franchise-Geschichten zu bieten hat und abfotografiert. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und zum Schluss gibt es dann noch einmal einen Blick in die Video, auf die Videowelt von Dominik Reit, von dem Videoten, der sich in dem Fall mit dem Film Dr. Alien beschäftigt. Okay, cool. Das ist eine wundervolle Sache, wenn man von solchen Absurditäten erfährt, weil es wird euch jetzt wahrscheinlich nicht wundern, aber Dr. Alien geht's überirdisch zur Sache. Achso, wenn Außerirdische sich in den Sexleben einmischen, geht's überirdisch zur Sache. Das ist total nett, wenn man eine Tagline von einem Film von oben und unten auf der Videokassette aufteilt, dass das eine aussieht wie der Untertitel, der dann allerdings überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich finde diesen Film jetzt bereits auf seinem Cover-Artwork verwirrend und den Blick auf Dr. Sex, oder Dr. Alien, ganz besonders grausam. Diese Individuen möchte man sich wirklich nicht bei der Fortpflanzung vorstellen. Dann gibt's last but not least noch hier in Toms Untergrund-Kolumne einen Blick auf den Film The Door of Sin, der in Bälde von Black Lava veröffentlicht wird. Aber an dieser Stelle muss man auch wieder erwähnen, dass auch diese Ausgabe vom Art of Horror Magazin in meinen Augen eine sehr schöne Abwechslung von aktuellen und älteren Produktionen bietet. Ein bisschen was
Modernes, ein bisschen Kult dazu. Allerdings auch wieder sehr schick gestaltet, hochwertig gedruckt, mit einer dickeren Seite als Einband. Macht das, finde ich, optisch und haptisch wirklich was her und ist damit wieder mal eine sehr schöne und sehr gelungene Ausgabe. Und damit kann ich abschließend nur sagen, dass eben auch diese Ausgabe des Art of Horror Magazins mir persönlich wieder mal wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Natürlich bereits damals, als ich einige von den Texten jetzt übrigens beim noch einmal Durchblättern für das Video gar nicht mehr erkannt habe, weil ich sie tatsächlich eben bereits vor einiger Zeit lektoriert habe. Aber es ist immer irgendwie für mich auch was Schönes, dann noch einmal quasi ein Wiedersehen zu feiern. Vor allem, weil ich ja dann jetzt erst für diese Videos die fertig lektorierte Version von dem Magazin sehe und auch in dem Fall finde ich wieder die Anordnung von den Texten und den Bildern wahnsinnig gelungen finde. Also würde ich in diesem Fall auch dieses Mal wieder empfehlen, auf der einen Seite für Zuschauer aus Deutschland zum Shop von Subversiv Medien zu wechseln, beziehungsweise für alle Zuschauer aus Österreich direkt zu Black Lava zu gehen. Das sind nämlich diejenigen, die in den jeweiligen Territorien diese Magazine vertreiben. Denn eines ist klar, als Fan und Filmsammler, der gerne physische Produkte in seiner Sammlung hat, zählt das, finde ich, dann auch so ein kleines bisschen für die Informationspolitik. Also natürlich kommen wir nicht umhin, uns quasi mit dem Tagesgeschehen im Internet zu beschäftigen, aber so wirklich haptisch durch ein Magazin zu blättern, das Papier und die Druckertinte zu riechen und so in die Horrorwelt einzutauchen, das ist, finde ich, auch im Jahr 2023 noch immer etwas absolut Besonderes.